Hallo erstmal und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch mitgenommen in den vergangenen Wochen bei der Vorbereitung des Wettkampfs der Leichtathletik und ich habe die Vorbereitung dokumentiert, welche Listen ich erstellt habe und auch an dem Tag selber mitgevloggt und ja, möchte euch gerne meine Erfahrung teilen und hoffe, dass wenn ihr überlegt, ob ihr so einen Wettkampf auch machen möchtet, vielleicht dadurch etwas Mut und Inspiration schöpfen könnt. Insgesamt würde ich sagen, ist der Wettkampf sehr gut verlaufen. Ich habe alles in allem, ich würde sagen, 14-15 Stunden Arbeit hineingesteckt, wobei das sich eben über einen Zeitraum von mehreren Wochen erstreckt hat, also war es schon alles in allem okay. Vor allem, weil ja allein der Tag selber schon 4-5 Stunden waren. Also bleibt für die Vorbereitung eigentlich nur noch so 10-11 Stunden. Klar ist immer noch viel Zeit, aber trotzdem denke ich, ist es eine tolle Möglichkeit, einfach den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, mal in einem Wettkampfsetting sich auszuprobieren, ohne gleich an einer offiziellen Veranstaltung teilnehmen zu müssen. Wir hatten insgesamt 34 Kinder, die mitgemacht haben, alle in der Altersklasse von U12 bis U8. Und es waren eben, wir haben eben unsere eigenen Kinder eingeladen und auch Geschwister im entsprechenden Alter der Kinder. Organisiert habe vor allem ich das. Ich hatte aber auch Unterstützung durch den Spartenleiter, also ganz alleine würde ich es wahrscheinlich nicht machen, was dann doch schon relativ viel Aufwand ist. Und Unterstützung hatten wir auch durch ganz viele Eltern, die an dem Tag selber eben aktiv waren. Teilweise sind die Aufnahmen vom Sportplatz besonders etwas verruckelt. Und ja, da ging auch ein ganz schöner Wind, deswegen hört man es im Hintergrund ziemlich. Aber es war eben in dem Moment ziemlich stressig und ich hatte nicht so viel Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und könnt trotzdem davon profitieren. Los geht's! So, wie ihr seht, habe ich einfach blanke Urkunden von uns handschriftlich beschrieben mit allen Kindern, die sich angemeldet haben und dabei einfach eben Dreikampf drauf geschrieben, den Namen und Jahrgang und dann eben noch sozusagen Platz für die Platzierung zu machen, die ich dann erst am Wettkampftag eintragen werde. Hier unten habe ich dann noch unterschrieben mit Datum des Wettkampfes und so habt ihr eigentlich schon eine einfache Möglichkeit, euch für den Wettkampf gut vorzubereiten und keinen Stress mit den Urkunden zu haben. Als allererstes sieht man hier den Anmeldezettel, den ich eben erstellt habe. Das ist ein kurzer Text, in dem ich erkläre, wo der Wettkampf stattfindet, wann er stattfindet, um wie viel Uhr die Kinder da sein sollen und für welche Wettkämpfe er ist und welches Format. Und eben, dass jedes Kind eine Siegerehrung, eine Urkunde erhält. Wie lange es dauert, dass wir eben ein paar Helfer brauchen etc. Und man sieht jetzt hier, um 16.45 Uhr sollen die am Sportplatz sein, damit wir um 17 Uhr mit dem Wettkampf beginnen können. Und dass der Anmeldeschluss eben jetzt hier in dem Fall der 14. Juli ist. Und dass der Wettkampf halt nur bei trockenem Wetter stattfinden kann. Und darunter war dann hier dieser Zettel zum Abschneiden, also es war sozusagen ein Zettel. Und ich bekomme dann für gewöhnlich nur den unteren Teil zurück. Dort konnten die Eltern eben Anmeldung für Kinder, also wir haben das jetzt so gemacht, alle Kinder, die bei uns trainieren und Geschwisterkinder, ganz wichtig den Jahrgang, damit ich weiß, in welcher Altersklasse das Kind ist und ob das Elternteil helfen kann oder nicht. Und ich habe natürlich die Namen zensiert, weil kann ich jetzt ja nicht einfach rausgeben. Dann habe ich als nächstes einen Zeitplan erstellt, denn auch wenn man jetzt nur so einen kleinen internen Wettkampf hat, ist es trotzdem wichtig, dass man sich einfach vorher Gedanken macht, welche Altersgruppe wann was macht, weil sonst hat man totales Chaos und es zieht sich alles in die Ewigkeit hinein und das wollte ich einfach vermeiden. Deswegen habe ich hier einen Zeitplan erstellt und weil bei uns der Jahrgang U10, also 2011-12 aktuell, der allerstärkste Jahrgang ist, ich glaube, da haben wir irgendwie 15-16 Kinder, die mitmachen, haben die eben insbesondere beim Weitsprung die meiste Zeit. Und
Ja, ansonsten 50 Meter Viertelstunde und dann um 19 Uhr wird die Siegerehrung stattfinden, hoffe ich zumindest. Und hier dahinter, daneben steht noch ein kleiner Text, dass wenn die Disziplin halt abgeschlossen ist, dann sollen sie einfach zur nächsten gehen, die auf dem Zeitplan steht, weil so sparen wir hoffentlich Zeit, falls die nächste Disziplin schon frei ist. Was ich außerdem gemacht habe, ist wirklich Startlisten erstellt. Das sieht jetzt exemplarisch so aus für den Weitsprung. Jahrgang 2011-12, habe nochmal den Wettkampfstart dahinter geschrieben, zumindest den offiziellen. Und hier habe ich immer Jahrgang, also weiblich W9, also eigentlich steht das W bei W9 für weiblich, aber ist einfach nochmal dazu geschrieben. Und dann eine Startnummer kriegen die Kinder, vermutlich zumindest, wenn wir noch genug haben, weil es einfach besserer Wettkampf. Also es gibt den Kindern einfach das Gefühl, dass sie auf dem richtigen Wettkampf sind. Dann natürlich der Name. Versuch 1 und 2. Normalerweise haben die Kinder ja 3 Versuche, aber wir machen jetzt einfach nur 2 Versuche, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und das ist ja auch alles inoffiziell, also es taucht ja in keiner Datenbank oder so auf. Und dann können die Helfer hier auch gleich den besten Versuch eintragen, weil da muss ich den nachher bei der Auswertung nicht raussuchen und das, ja, spart mir halt einfach Zeit und Arbeit. Außerdem habe ich für jede Disziplin, also für Weitsprung, Ballwurf und Sprinten, eine kurze Einweisung geschrieben, indem ich nochmal erkläre, wie gemessen wird, also zwischen den 2 weißen Linien, von der Absprungstelle, die kürzeste Distanz. Es wird auf den Zentimeter genau gemessen, die Kinder sollen sich hinten wieder anstellen, sie haben 2 Versuche, nach jedem Sprung rächen, etc. Einfach damit die Helfer nochmal nachlesen können, wenn sie sich unsicher sind, weil ich bin ja auch nicht überall gleichzeitig. Dann beim Sprinten habe ich mir schon vorher überlegt, welches Kind in welchem Lauf mit wem zusammenläuft und auch auf welcher Bahn. Das habe ich deswegen gemacht, weil da muss ich mir das einfach nicht vor Ort überlegen. Und dann gibt es da auch keine Diskussion. Ich kann die Kinder einfach so aufrufen, wie es ist. Und ja, zum Teil habe ich auch nur, wenn es halt nicht durch 3 teilbar war, habe ich so gemacht, dass auf jeden Fall immer 2 Kinder zusammenlaufen. Also habe ich manchmal Jahrgänge, wo 2 Zweierläufe sind, statt halt einen Dreier- und einen Einerlauf, weil die Kinder sollen ja schon gegeneinander laufen, das motiviert sie ja auch. Und ja, die Zeitnahme, da wird einfach mit der Hand gestoppt, weil wir haben jetzt ja keine Zeitmessanlage dafür beantragt oder so. Und ja, da stehen einfach 3 Helfer hinten und stoppen die Zeit. Wir werden mit der Klappe starten, sodass es auch gut hörbar ist. Hier sieht man zum Beispiel, also für Sprint ist die Anweisung jetzt sehr kurz, weil das Kind hat halt einen Versuch, es wird vor der Linie gestartet. Das Kommando lautet auf die Plätze fertig los und gestoppt wird es, wenn sie Ziellinie überquert und das halt auch 2 Zehntel genau gemessen wird. Und wegen Corona muss halt jeweils eine Bahn frei halten. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir ohne Startblöcke starten. Wobei ich finde, für so kleine Kinder, also um 8 und auch noch U10, da bringen Startblöcke eigentlich nicht so viel, weil die können ja noch gar nicht so nutzen mit dem Druck etc. Höchstens für U12 dann, aber sind jetzt auch eher alles so Hobbyathleten und es wird ja eh mit der Hand gestoppt. Insofern sparen wir uns das, weil wir müssen die Startblöcke echt jedes Mal desinfizieren und da habe ich einfach keine Lust drauf und es kostet uns nur Zeit, die wir in so einem Rahmen einfach nicht haben. Und dann am Ende habe ich mir, also für die Auswertung, habe ich mir für jeden Jahrgang alle Teilnehmer aufgeschrieben, damit ich dann jeweils die Leistung für 50 Meter Weitsprung und Schlagball also eintragen kann und dann addieren kann und dann auch gleich den Platz eintragen kann, weil bei den Startlisten ist es ja so, dass erstens sind nur die Daten von der Disziplin drin und zweitens sind da ja auch weiblich und männlich jeweils 2 Jahrgänge gemischt. Aber wir machen natürlich eine Jahrgangswertung. Genau, das waren jetzt so meine Vorbereitungen. Ich habe mit unserem Spartenleiter noch abgesprochen, dass er so kleine Süßigkeiten besorgt. Wir haben insgesamt, ich glaube, 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was schon irgendwie echt viel ist. Ich bin echt ganz positiv überrascht, wie viele Kinder mitmachen wollen und auch wie viele Eltern sich tatsächlich zum Helfen gemeldet haben. Das ist echt der Wahnsinn. Also wir haben eigentlich schon fast zu viele. Also so viele kann ich eigentlich gar nicht beschäftigen, aber weil die Kinder ja da sind, ist es nicht so schlimm. Sie können ja auf jeden Fall ihren Kindern sonst zuschauen. Und ja, ach ja, und zu den Süßigkeiten. Ich bin eigentlich kein großer Fan davon, Süßigkeiten bei Sport auszuteilen. Und ich mache das auch nie irgendwie einfach so im Training oder so. Das Einzige, wo wir es jetzt machen, ist eben
bei diesem Wettkampf und manchmal zu Ostern oder Weihnachten. Aber ich bin überhaupt kein Fan davon, den Kindern am Ende irgendwelche Gummibärchen oder Brausetabletten oder hast du nicht gesehen auszuteilen, weil für mich ist Sport etwas, also nichts, wofür man danach belohnt wird. Und ich habe das schon jetzt bei anderen Trainern gesehen, dass die Kinder das am Ende der Stunde echt einfordern und immer fragen, hast du was dabei, kriegen wir noch was, hast du was Süßes, oh, wieso hast du nichts etc. Und ich möchte nicht, dass die Kinder meiner Gruppe so ein Anspruchsdenken entwickeln, vor allem weil Süßigkeiten im Sport meiner Meinung nach zumindest in regulären Kontexten nichts zu suchen haben. Aber jetzt mal als Ausnahme für einen Wettkampf, so als Preis, die kriegen jetzt ja keine Medaillen, sondern nur Urkunden. Geht schon klar, finde ich, und da kann man mal eine Ausnahme machen. Die besorgt aber nicht ich, das macht der Spartenleiter, der arbeitet nämlich im Großhandel, das ist natürlich super praktisch. Ich werde euch dann am Dienstag mitnehmen. Ich muss davor auf jeden Fall nochmal nach Hause, weil dort habe ich alle Unterlagen bei in meinem Elternhaus liegen. Klemmbretter muss ich holen, Stifte, wenn wir Startnummern haben, auch das, Sicherheitsnadeln. Ja, wahrscheinlich noch ein paar Sachen ausdrucken und dann, also ich habe ja geschrieben, um 16.45 Uhr beginnt der Wettkampf, aber man muss natürlich davor noch aufbauen und das werde ich natürlich davor machen und nicht erst um 4:45 anfangen. Wahrscheinlich muss ich da schon so eine Dreiviertelstunde früher da sein, weil ich bin wahrscheinlich alleine und ja, ich möchte einfach keinen Stress haben. Ich habe es lieber alles rechtzeitig fertig und habe dann lieber 10 Minuten Wartezeit, als dass ich nicht fertig bin, wir nicht pünktlich anfangen können. Und ja, damit die Kinder halt nicht zu spät nach Hause kommen, dann möchte ich halt gerne pünktlich fertig werden. So, es ist jetzt kurz vor 2. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen in mein Heimatdorf, wo mein Verein ist. Und um 4:45 geht der Wettkampf los. Aber ich muss ja, wie gesagt, davor noch nach Hause und dann auch sehr viel früher hin, um aufzubauen etc. Man braucht so ungefähr 45 Minuten, wenn kein Verkehr ist. Und ja, ich kann glücklicherweise das Auto von meinen Eltern nehmen, was ich aber nur habe, weil sie im Urlaub sind. Normalerweise würde ich jetzt zum Training und so mit der S-Bahn rausfahren. Ich habe hier meinen ganzen Kram drin und ja, jetzt fahre ich einfach mal los und melde mich dann, wenn ich wieder in meinem Heimatdorf bin. So, ich bin jetzt angekommen. Es ist jetzt genau 3:15, also habe ich genau die 45 Minuten gebraucht, die man eben benötigt, wenn kein Verkehr ist. Normalerweise ist der mittlere Ring immer voll nachmittags, aber ich warte scheinbar noch früh genug. Also voll gut und jetzt gehe ich hoch und suche da meinen Kram zusammen. Ich bin jetzt oben, hole jetzt erstmal die Urkunden. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Urkunden schreiben. Denn wir haben noch ein paar Anmeldungen bekommen und, oh, hier ist jetzt voll dunkel, naja. Ich muss jetzt noch hoch auf den Speicher, um dort noch die ganzen Utensilien zu holen, die wir brauchen, also Klemmbretter und so. Ja, okay. Genau, das hier sind die zwei Kisten, die relevant sind, die hole ich jetzt mal raus. Hier haben wir lauter so Startlisten. Ja, da waren schon mal keine Startnummern. Hier sind noch so ein paar restlichen Medaillen. So, dann gehen wir mal zur anderen Kiste. Also hier haben wir jetzt Klemmbretter. Davon brauchen wir auf jeden Fall auch welche. Denn wir haben ja Weitsprung. Also ich denke mal so 5 Stück. Okay, aber Startnummern scheinen wir hier nicht mehr zu haben. Ist jetzt schade, aber ja gut. Okay, aber was ich hiervon noch brauche, sind Stifte. Brauche ich auf jeden Fall, denn 2, 3. Ich nehme jetzt einfach mal 9 Stifte mit, weil es gibt ja auch immer mehrere Leute. Hier sind noch und Reißzwecknadel nehme ich auch mit. Dann räume ich den Rest mal wieder ein. Also, wie erwartet, habe ich oben leider keine Startnummer mehr gefunden. Ich habe bei hier so
wie nennt man das, so Zuschnitte gefunden aus so dickerem Papier. Das sind aber leider nicht genügend. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich vielleicht hier noch mehr finde oder hier vielleicht auch noch irgendwo Startnummern rumliegen, denn das Leichtathletikzeug ist bei uns wirklich im ganzen Haus verteilt. Mal schauen, ob ich fündig werde. Also hinten war ich jetzt leider auch nicht fündig. Jetzt gehe ich nochmal hoch zu mir ins Zimmer, mein altes Kinderzimmer. Und ja, meine Kinderzimmerwand war grün oder ist grün. Finde ich aber immer noch sehr schön eigentlich. Und siehe da, ich war tatsächlich erfolgreich. Ich habe so ein, ja, alt würde ich jetzt nicht mal sagen, aber ich habe so einen Block gefunden, der oben so zusammenlaminiert ist. Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Und es ist so dickeres Papier, das ist wahrscheinlich eigentlich Zeichenpapier. Jetzt möchte ich mal versuchen, ob ich daraus entweder handschriftlich oder mit dem Drucker noch Startnummern basteln kann. Vielleicht auch nur aus dem oder vielleicht auch in Kombination aus dem, was ich gerade gefunden habe. Es hat tatsächlich funktioniert, hier eine Startnummer zu drucken. Ich bin ganz begeistert, weil es ist ja nur die Hälfte des Papiers und ich war mir nicht sicher, ob der Drucker das richtig einzieht, weil es auch dicker ist. Das heißt, ich mache jetzt auf jeden Fall erst diese vorgefertigten, die ich schon habe, und dann muss ich die anderen zuschneiden, weil ich habe auch bemerkt, dass es gar kein A4-Format ist. Und deswegen muss ich die dann erst noch zuschneiden und jetzt muss ich mich auch ein bisschen beeilen, weil ich muss auch noch die Urkunden beschriften und es ist schon 3:05 und ich will spätestens um 16:15 am Sportplatz sein. So, ich habe jetzt die Startnummern fertig ausgedruckt, es ist jetzt 4:30. Hier habe ich den ganzen Start und ich finde, die sehen eigentlich ganz gut aus, für dass die selbst gemacht sind. Ich habe sie auch alle relativ einheitlich von der Größe her. Und jetzt muss ich aber noch die Startnummern gemäß der Kinder beschriften und die ganzen Startnummern den Kindern auf den Startlisten zuordnen. Also ja, komme ich mal besser in die Pötte. Kurz vor 4, ich habe jetzt alle Urkunden fertig gemacht, die Startnummern beschriftet, eingetragen. Ah ne, jetzt muss ich noch bei Weitsprung mal einen Sprint machen. Und jetzt hole ich noch schnell 2-3 Urkunden von oben, damit ich ein paar in Ersatz habe, falls irgendwie ich mich auf einer Urkunde verschrieben habe oder noch ein Kind mitmachen möchte oder so. Ich habe auch, glaube ich, 2 Startnummern oder eine Startnummer in Reserve. Genau. Und dann muss ich auch schon los. So, ich habe jetzt alles soweit fertig und mache mich jetzt auf den Weg zum Sportplatz. Oder auch nicht. So, ich bin jetzt da. Ich hole jetzt hier mein ganzes Zeug aus dem Auto und trage das jetzt dann vor. Der Weg ist nicht so weit, aber ich habe einfach so unendlich viel Zeug. Auf dem Sportplatz und bin jetzt schon am Aufbau. Wir haben schon da hinten die Maßband für Ballwurf und ich laufe jetzt über den 50 Meter Start, lege da die Klappe ab, gehe zum Weitsprung hinter, richte da die Reifen für die Anstehmarkierung wegen Corona für die Kinder her und dann, unser Wagen hat leider einen Platten, das heißt, wir müssen die ganzen Tische für die Helfer mit der Hand tragen über den halben Platz. Das wird sicher nicht so cool, aber gut. So, hier ist der 50 Meter Start. Und ja, ich lasse die Klappe jetzt hier und gehe dann weiter. Das hier ist unsere Weitsprunganlage. Also wir haben hier 2 Dreifachanlagen. Wir brauchen dann noch ein Rechen und so weiter. Oh, hier wurde nicht gerecht, wer auch immer hier als letztes gesprungen ist. So, der Wettkampf ist jetzt im vollen Gange, man sieht es glaube ich auch und ja, ich habe jetzt kurz Pause und ich schaue jetzt mal zum Werfen. So, hier sieht man jetzt die Kinder, wie Corona-konform anstehen. So, es ist super windig, aber es ist mega warm dabei und ja, ich habe jetzt gerade ein paar Fotos beim Weitsprung von den U10ern gemacht. Jetzt schaue ich mal beim Sprint dabei vorbei, ob da noch alle meine Unterlagen liegen und dann gehe ich zum Bach.
Die werfen nämlich gerade, ich hoffe, da erwische ich auch noch ein paar Fotos. Und dann kommt die U10 auch schon zum Sprint. So, mit dem Sprinten und damit mit meiner Aufgabe bin ich durch. Ich habe es auch extra so gelegt, damit ich dann noch ein bisschen Zeit habe, um Fotos zu machen und ein bisschen rumzuschauen, zu koordinieren, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und ja, es ist jetzt ungefähr 6 Uhr. Wir sind also super in der Zeit und Sprint ist abgeschlossen. Die Jüngsten sind bei der letzten Disziplin. U12 wartet, also sehr gut. So, ich nehme das jetzt kurz mit dem Handy auf, wenn meine Kamera hinten drin ist und ich jetzt nicht mehr rausholen möchte. Es ist kurz nach 8, wir haben es geschafft. Ich konnte jetzt am Ende hin nicht mehr so viel mit vloggen oder davon berichten, weil es sehr stressig war. Und ja, ich hatte einfach keine Zeit mehr dafür und der Akku hätte es, glaube ich, auch nicht so lange ausgehalten. Ich habe dann noch die Siegerehrung gemacht und deswegen, ja, hat sich das dann alles nicht mehr so ergeben. Mit den Älteren war ich dann noch Eis essen und es war aber ein super Wettkampf und es war schon anstrengend und viel Stress, aber ich kann es alles in allem einfach nur empfehlen und die Kinder hatten eine riesen Freude und mit den Startnummern dann auch und es hat sich einfach alles gelohnt und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ich bin jetzt aber auch froh, dass Sommerferien ist, da trainieren wir nämlich nicht und ja, ich fahre jetzt nach Hause, ich kann das Auto meiner Eltern mitnehmen, das ist wirklich ein Segen, denn sonst müsste ich jetzt die S-Bahn nehmen und noch ewig in öffentlichen sitzen. Und jetzt, ja, fahre ich wieder die Dreiviertelstunde zurück und ja, bin dann erstmal 4 Wochen Leichtathletikpause. Tschüss!